an unsere Freunde in Einbeck vom Cohen Center und der Gemeinde Keene in New Hampshire. Auch wenn wir viele Meilen von euch entfernt sind, vereinen wir uns an diesem Abend in Gemeinschaft mit euch, um uns an die schrecklichen Ereignisse vom 9. November 1938 zu erinnern. An diesem schicksalhaften Abend wurde die Hoffnung zusammen mit den Glasfenstern zerschmettert. Aus keinem anderen Grund als blindem Hass und Ignoranz. Das war der Auftakt für sehr dunkle Tage. Tage, während derer Millionen ihr letztes Schicksal in den Händen von grausamen und gesichtslosen Mördern erleiden mussten. Dennoch, die Geschichte hat gezeigt, dass die Hoffnung nicht gestorben ist und dass die Mörder nicht gesichtslos waren. Während sie damals ungestraft blieben, wird der Verbrechen der Reichspogromnacht von uns allen gedacht, in diesem und in jedem Jahr. Wir stehen in Solidarität zusammen, verpflichtet der Erinnerung und dem Bezeugen und verpflichtet, im Angesicht widriger Umstände hartnäckig an der Hoffnung festzuhalten. In unserer Generation wird das Geräusch von zersplitterndem Glas durch andere Geräusche der Unterdrückung ersetzt. Und deshalb werden wir wachsam bleiben, um sicherzustellen, dass diese Schrecken sich niemals wiederholen. To our friends in Einbeck from the Cohen Center and community in Keene, New Hampshire. Even though we are many miles distant from you, this evening we unite ourselves in fellowship with you to remember the terrible events of the 9th of November in 1938. On that fateful evening, for no other reason than blind hatred and ignorance, hope seemed to be shattered alongside those glass windows. This was the prelude to very dark days. Days when millions would suffer the ultimate sacrifice at the hands of cruel and faceless murderers. However, as history has shown us, hope did not die, and those murderers were not faceless. While unpunished at the time, the crimes of the November pogroms are remembered by us all and commemorated this and every year. We stand in solidarity together, committed to remembering, committed to bearing witness, and committed to tenaciously clinging to hope in the face of adversity. In this generation, the sound of breaking glass will be replaced by other sounds of oppression. And so, together, we remain vigilant to ensure that these horrors will not be allowed to be repeated.